Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Make-up und Crime. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich wieder einen Fall aus Deutschland für euch. Doch vorab würde ich mich sehr darüber freuen, dass wenn euch mein Kanal gefällt und ihr auch meine Videos gerne schaut, dass ihr mir ein Abo und ein Like da lasst, denn das würde mir riesig weiterhelfen. Kommen wir zu dem heutigen Fall. Dieser Fall fand im Norden Deutschlands, besser gesagt im Weser-Ems-Gebiet statt. Und der Mann, über den ich euch heute erzählen will, heißt Ronny Rieken. Er wurde am 12. Februar 1968 in Oldenburg geboren und ist ein deutscher Seriensexualstraftäter und Mehrfachmörder. Zudem ist er der zweite Straftäter, der in Deutschland mit einem DNA-Massentest überführt wurde. Ronny Rieken gilt als einer der kaltblütigsten Täter der deutschen Justizgeschichte. In den 90er Jahren entführte, missbrauchte und tötete er zwei Mädchen. 14 weitere vergewaltigte er. Von Reue keine Spur, denn Mitleid kannte er nicht. Taten von einer Brutalität, die es in diesem Landstrich noch nie so gegeben hat. Am 16. März 1998 verbringt Christina Nitsch, auch genannt Nelly, ihren Nachmittag mit Freundinnen im Schwimmbad. Als sie sich gegen kurz vor sieben auf den Heimweg mit ihrem Fahrrad macht, war sie gut gelaunt, erzählten die anderen Kinder. Vom Schwimmbad bis zu ihr sind es ungefähr 3 Kilometer. Sie ist die Strecke schon sehr oft alleine gefahren und gegen 7:30 soll sie normalerweise zu Hause sein. Also eigentlich eine Zeit, in der man das locker schaffen würde. Doch eine Stunde später ist Nelly noch immer nicht zu Hause. Ihre Eltern sind sehr besorgt, denn normalerweise kommt sie immer sehr pünktlich nach Hause. Meistens ist sie sogar überpünktlich und ein paar Minuten vorher da. Ihr Vater fährt wenig später die Strecke ab, um sie zu suchen, und auf ungefähr der Hälfte des Weges Richtung Schwimmbad findet er dann ihr Fahrrad am Straßenrand. Doch von der Elfjährigen fehlt jede Spur. Er ruft direkt die Polizei und für die Ermittler ist sofort klar, dass es sich um ein Verbrechen handeln muss. Denn nichts deutet auf einen Unfall hin und Nelly hatte keinerlei Gründe auszubüchsen. Die Medien werden sehr schnell aufmerksam auf diesen Fall und die verzweifelten Eltern wenden sich via Fernsehaufruf an den Täter und appellieren an seine Menschlichkeit. Der Vater sagt: Lass unser Kind frei, du zerstörst unsere Familie und vor allen Dingen das Leben unseres Kindes. Daraufhin beginnt die bis dahin größte Verbrecherjagd der deutschen Kriminalgeschichte, bei der mit Hilfe tausender Freiwilliger 1500 Quadratkilometer abgesucht worden waren. Polizisten vom Wasserschutz haben jeden Meter des Küstenkanals gescannt, Fabriken und Firmen haben ihren Angestellten freigegeben, um sich an der Suche zu beteiligen. Auch die Bundeswehr hat die Suche unterstützt, unter anderem mit Wärmebildkameras aus der Luft. Ein ganzer Landstrich ist auf dem Bein, auf einer Fläche doppelt so groß wie Berlin. 3 Tage lang blieb die Suche erfolglos, bis Beamte dann am Küstenkanal den ersten Fund machen. Und zwar den Rucksack mit ihren Badesachen. Die Suche wurde daraufhin bis nach Holland ausgeweitet und tausende Soldaten haben Nelly gesucht, unter anderem sogar in ihrer Freizeit. Es war die größte Suchaktion nach einem vermissten Kind in Deutschland. 6 Tage nach ihrem Verschwinden, am 21. März 1998, fanden Jäger die nur dürftig mit Ästen bedeckte Leiche von Nelly im Wald, 20 Kilometer von ihrem Elternhaus entfernt. Ihr gesamter Körper war mit Hämatomen übersät und die Obduktion ergab, dass sie insgesamt 6-mal vergewaltigt wurde. Ihr Mörder hat sie erwürgt und 17-mal auf sie eingestochen. Doch der Täter hat bei Christinas Leiche DNA-Spuren hinterlassen. Und zwar Spermaspuren in Mund, Vagina und After. Und genau diese DNA-Spuren waren bereits in der Datenbank gespeichert. Es handelte sich um denselben Mann, der 2 Jahre zuvor ebenfalls im Landkreis Cloppenburg ein 9-jähriges Mädchen brutal missbrauchte. Das Mädchen aus Neuscharrel war damals mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zur Schule, als sie vom Fahrrad gerissen wird, in einen Kofferraum gesteckt wurde
und sie Richtung Feld gefahren wurde. Der Täter hat sie dann aus dem Kofferraum gezerrt und brutal vergewaltigt. Er ließ sie daraufhin jedoch laufen. Ihre Eltern haben damals jedoch erst 10 Tage nach der Tat Anzeige erstattet, weil es ihnen peinlich war. Und dazu möchte ich mal ganz kurz etwas loswerden, denn ich finde, das ist ein ganz großes Unding. Also, man muss ja auch mal so sehen, es gehen so viele wichtige Beweise verloren, wenn man nicht sofort zum Arzt oder zur Polizei geht. Natürlich, ich kann mir vorstellen, dass es etwas ganz, ganz Schreckliches sein muss für die Person. Aber gerade wenn man ein Elternteil ist und das einem Kind passiert oder besser gesagt seinem eigenen Kind passiert, dann ist das ja wohl das Erste, was man macht, damit dieser Täter irgendwie gefasst werden kann. Also das war ganz unverständlich für mich, dass die nicht sofort hingegangen sind und dann auch noch aufgrund von Peinlichkeit, also sorry, aber schlimmer geht's für mich wirklich nicht. Gott sei Dank konnten damals noch DNA-Spuren von ihrer Kleidung sichergestellt werden. Und diese DNA-Spuren waren jetzt auch die, die in der Datenbank gespeichert worden waren. Die Polizei suchte also nach einem Serientäter. Er muss unter 30 Jahren gewesen sein und aus der Gegend stammen. Und schnell vermuten die Fahnder, dass jener Täter auch ein weiteres Mädchen entführte. Und zwar Ulrike Ewerts. Die 13-Jährige war seit dem 11. Juni 1996 spurlos verschwunden. Sie ist damals alleine in einer Ponykutsche am Dorfrand von Habern entlang gefahren. Später wurde diese Ponykutsche gefunden, doch von Ulrike fehlte jede Spur. Die Polizei organisierte daraufhin an Ostern 1998 den bis dahin weltweit größten Speichelprobentest. Insgesamt fielen 16.400 Männer ins Raster. Sie waren zwischen 18 und 30 Jahre alt und lebten in der Region. Die Männer sollten damals freiwillig Speichelproben geben. Rund 98% haben an diesem Test teilgenommen, unter anderem auch Ronny Rieken. Denn sein misstrauisch gewordener Schwager hat ihm damals das Mitgehen nahegelegt. Die Auswertung des damals größten DNA-Massentests dauerte 50 Tage, als dann das Labor des Landeskriminalamts einen Treffer vermeldete. Die Nummer 3889 war der Täter. Mehrere Streifenwagen fuhren daraufhin nach Elisabethfehn, einem Ort im Nordwesten Niedersachsens, der zur Gemeinde Basel gehört. Dort wohnt in einem schönen roten Häuschen Ronny Rieken. Dieser ist gerade am Rasenmähen, als die Polizisten kommen. Er lässt sich widerstandslos festnehmen. Er sagte damals: "So vom Gefühl her wusste ich morgen schon, dass sie kommen, mich zu holen. Und dieses Rasenmähen habe ich eigentlich nur deshalb gemacht, damit der Rasen nicht so verkommen aussieht, wenn die ganze Presse und alles auftaucht." Am selben Abend gesteht er den Mord an Christina Nitsch und die Vergewaltigung des damals 9-jährigen Mädchens aus Neuscharrel. Er habe letztere nur laufen lassen, weil sie so geheult hat, sagte er aus. Zu dem Mord an Christina Nitsch äußerte er sich wie folgt. Am 16. März 1998, kurz nach 7 Uhr, sah er die damals 11-jährige Christina Nitsch, die sich nur wenige hundert Meter von ihrem Elternhaus befand. Er zerrte sie von ihrem Fahrrad in seinen Kofferraum und fuhr mit ihr zu einem Kanal in Kampe. Dort soll er bereits zuvor ein Mädchen vergewaltigt und erdrosselt haben. Rieken erzählte, dass er Christina geschlagen hätte, weil sie sich nicht entkleiden wollte. Als ein Auto an ihnen vorbeifuhr, musste sie wieder in den Kofferraum und sie fuhren in ein anderes abgelegenes Waldstück bei Lorup. Christina habe sich dort ausziehen und hinknien müssen und wurde von hinten mit einem Kabel erdrosselt. Anschließend stach er mehrmals mit einem Messer auf ihre Leiche ein. Bei den Ermittlungen offenbart sich den Ermittlern ein Doppelleben eines nach außen hin unauffälligen Mannes.
Rieken ging regelrecht auf Mädchenjagd. Rund 8000 Kilometer fährt er pro Monat mit seinem weinroten Opel Omega durch das Oldenburger Land auf der Suche nach wehrlosen Opfern. Nebenbei hört er genüsslich Schlager des Bremer Sängers Ronny, nach dem auch seine Mutter ihn benannt hat. Rieken kann den Schein des fürsorglichen Familienvaters wahren. Stolz auf seine drei Kinder und sehr liebevoll zu seiner Ehefrau, lebt er hinter roten Klinkern ein unauffälliges Leben in Elisabethfehn. Ohne Mitgefühl und Scham spricht Rieken in den Verhören über die grausamen Details seiner Taten, die nach immer gleichem Ritual ablaufen. Er sucht sich gezielt wehrlose junge Mädchen, zerrt sie in den Kofferraum und fährt mit ihnen erstmal eine halbe Stunde durch die Gegend. In einem Wald hält er dann an, breitet eine rote Wolldecke aus und auf dieser kommt es dann zu widerwärtigen Demütigungen und bestialischen Misshandlungen. Den Mädchen verbindet er dabei die Augen. Mit einem Lächeln soll Rieken seine bestialischen Taten in den Vernehmungen beschrieben haben. Er sagte: "Letztendlich ging es mir nur darum, das zu tun, was ich will, die Macht zu demonstrieren, dass ich tun und lassen kann, was ich will, ohne dass mich einer aufhalten kann." Er sagte über sich selbst: "Ich glaube nicht, dass ich eine Bestie bin. Ich bin eigentlich in gewisser Weise ein ganz normaler Mensch, der nur nicht die Kontrolle über sich hat." Zum Verschwinden der kleinen Ulrike Ewerts schwieg Rieken in den Verhören jedoch konsequent. Die Polizei musste daraufhin zu einer ganz besonderen Taktik greifen. Sie fuhren nämlich mit ihm an den Ort, wo die 13-Jährige zuletzt gesehen wurde. Hunderte Beamte haben so getan, als wenn sie die Leiche von Ulrike suchen würden. Die Atmosphäre am Tatort bewegte Rieken scheinbar zum Reden, denn er sagte, er habe so eisern geschwiegen, weil es in der Öffentlichkeit so richtig losgehen würde, wenn man zwei Mädchen ermordet habe. Das gibt dann ein Riesentheater. Regungslos führte er die Ermittler zu einer Stelle im Moorgebiet, wo er ihre Leiche vergraben hat. Die kleine Ulrike konnte nur noch anhand ihrer Zahnspange identifiziert werden. Zu ihr sagte er aus, dass er am 11. Juni 1996 die damals 13-jährige Ulrike Ewerts entführte, als sie alleine mit ihrer Ponykutsche am Dortmunder Moorweg in Habern in der Gemeinde Wadenburg fuhr. An einem Kanal in Kampe, welches zur Stadt Friseute gehört, in der Nähe einer Tiermehlfabrik, genau an derselben Stelle, wo er sich 5 Monate zuvor an einem 11-jährigen Mädchen vergangen hatte, missbrauchte er Ulrike. Nach der Tat gab er ihr ihre Kleidungsstücke einzeln zum Anziehen zurück und dann erwürgte er sie mit einer Stoffwindel. Er fuhr daraufhin die Leiche ins 40 Kilometer entfernte Ipweger Moor, wo er letztendlich die Beamte hinführte. Im Prozess gegen Rieken vor dem Oldenburger Schwurgericht im November 1998 hieß es, dass er in seiner Kindheit von seinem Vater missbraucht wurde. Doch an dem von ihm geschilderten sexuellen Missbrauch durch seinen Vater äußerte der Vorsitzende Richter extremen Zweifel. Und das, obwohl Ronnys Vater im Gefängnis saß, da er ein Mädchen vergewaltigte und sich an seinen eigenen Töchtern verging. Ein Rechtsanwalt sagte aus, dass Ronny bei seinen Taten fast identisch wie sein Vater vorging. Ronny fiel bereits in der Vergangenheit durch sexuelle Übergriffe auf. Mit 19 Jahren hat er seine erste Vergewaltigung begangen, und zwar an einem Nachbarsmädchen. Nur 2 Jahre später, im Jahr 1989, mit 21 Jahren, vergewaltigte er seine 2 Jahre jüngere Schwester. Dabei hat er sie mit einem Gürtel gedrosselt, bis sie bewusstlos wurde, um sie ohne Gegenwehr 2-mal vergewaltigen zu können. Bei seinem Gefängnisaufenthalt für seine Tat an seiner Schwester wurde er nicht therapiert. Er wurde lediglich wegen einer Alkoholkrankheit behandelt. Seine ursprünglich festgesetzte Haftstrafe von 10 Jahren war in der Revision auf 5,5 Jahre herabgesetzt worden. Durch gute Führung gelangte Rieken jedoch bereits nach knapp 3 Jahren wieder auf freien Fuß. Der Fall wurde damals in den Akten unter Familiensachen abgeheftet und Ronny Rieken wurde somit nicht als Sexualstraftäter registriert.
Wenige Wochen danach missbrauchte er die Tochter seines zukünftigen Schwagers. Und es gelang ihm sogar, ihn dazu zu bringen, ihn nicht anzuzeigen. 1998 wird er zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Landgericht Oldenburg stellte damals außerdem eine besondere Schwere der Schuld fest, was eine Mindesthaftdauer von weit über 15 Jahren mit sich zog. Denn ein Gutachter diagnostizierte damals, Riken sei nicht therapierbar. Er kam daraufhin in die Justizvollzugsanstalt nach Celle. Er legte Revision ein, doch diese wurde 1999 vom Bundesgerichtshof zurückgewiesen. Das Urteil wurde somit rechtskräftig. Bei einer Haftprüfung im Jahr 2012 wurde festgestellt, dass er seine Taten nicht aufgearbeitet hat und somit frühestens im Jahr 2021, also dieses Jahr, hätte freikommen können. Denn damals hat ihn sein damaliger Anwalt in Celle besucht und zu ihm sagte Riken, dass er froh sei, dort zu sein. Er sagte, dass wenn er rauskommen würde, es keine 14 Tage dauern würde, bis er rückfällig werden würde. Am 3. Februar 2021, also vor knapp 4 Wochen, wurde sein Antrag auf frühzeitige Haftentlassung vom Landgericht Lüneburg abgelehnt. Es hieß, dass die Strafvollstreckungskammer sich gegen eine Entlassung entschieden hat, da ein psychologisches Gutachten eine Rückfallgefahr bestätigte. Riken sitzt Berichten zufolge noch immer in der Justizvollzugsanstalt in Celle ein. Zum Schluss kommt wie gewohnt auch meine Meinung zu diesem Fall und ich persönlich kenne ihn schon sehr lange, da ich selbst in Oldenburg geboren und aufgewachsen bin. Ich war zu der Zeit ungefähr 5 oder 6 Jahre alt, aber wenn man sich überlegt, es hätte wirklich jedes Mädchen aus dem Landkreis Oldenburg treffen können. Vor allen Dingen, wenn man mal zurückdenkt, damals waren wir eigentlich nur draußen. Und wer Oldenburg oder allgemein das Weser-Ems-Gebiet kennt, der weiß, dass es sehr ländlich ist und ja, wir waren nur draußen. Wir sind eigentlich größtenteils nur zum Schlafen dann nach Hause gegangen. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, was ihm ja seine Taten so einfach hat machen lassen, weil er eigentlich genug Mädchen oder allgemein Kinder auf der Straße antreffen konnte. Zu Ronny Riken persönlich muss ich sagen, dass ich finde, dass er ganz böse Augen hat. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich damit meine, aber ich finde, dass wenn ein Mensch böse Augen hat, dann ist er ein böser Mensch. Man kann mir sagen, was man will, aber ich finde, an den Augen eines Menschen erkennt man, wie er ist. Und wenn man sich mal so ein bisschen auch Ausschnitte aus seiner Verhandlung anschaut, achtet mal echt auf seine Augen. Die sehen so böse aus. Ist egal, ob er Kinder hat, hin und her, ob er eine Frau hat, aber ich finde, sein Blick sagt einfach alles über ihn aus. Es sagt aus, was er für ein teuflischer Mensch einfach ist. Und alleine, wenn man sich mal überlegt, dass er dieses Jahr hätte rauskommen können, das ist für mich unvorstellbar. Ein Mensch wie er gehört meiner Meinung nach den Rest seines Lebens ins Gefängnis oder auch in eine geschlossene Anstalt. Aber er dürfte nie mehr wieder auf freien Fuß kommen. Denn jemand, der selbst von sich aus sagt, dass es keine 14 Tage dauern würde, dass er rückfällig werden würde, das sind für mich die gefährlichsten Menschen überhaupt, die von sich aus ganz genau wissen, dass sie erneut eine Tat wie diese begehen würden. Deswegen bin ich auch wirklich froh, dass sein Antrag auf vorzeitige Haftentlassung abgelehnt wurde. Doch an allererster Stelle bin ich froh für die Familien der Opfer. Denn ich will mir gar nicht vorstellen, wie schlimm es sein muss, dass man weiß, dass der Mörder seines eigenen Kindes wieder auf freien Fuß ist. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was Eltern passieren kann. So ihr Lieben, das war's auch schon wieder mit der heutigen True Crime Geschichte. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Allgemein, wenn euch mein Kanal und meine Videos gefallen, dann lasst mir ein Abo und einen Daumen oben da, denn das hilft mir auf jeden Fall voranzukommen. Ich freue mich, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, eure Niki.